Willkommen zu meiner Kritik zu Life. Viele Leute werden zu Recht fragen, weil ich es unachtsamerweise auf Twitter ja angekündigt habe, dass es eine Doppelkritik geben wird mit Power Rangers. Wo ist die Power Rangers Kritik? Die kurze Antwort auf diese Frage lautet, es gibt sie nicht. Die langwierigere Antwort auf diese Frage lautet, Power Rangers ist jetzt Opfer dessen geworden, was ich meine neue Kanalpolitik nenne. Und zwar, auch wenn ich einen Film komplett gesehen habe, genauso wie ich Life jetzt komplett im Kino gesehen habe, habe ich auch Power Rangers komplett im Kino gesehen. Sogar in einer Back-to-Back-Session. Sozusagen, ich bin aus dem einen Film raus und bin zum Kassierer gegangen, habe gesagt, so, okay, und jetzt Life. Ich habe Power Rangers im Kino komplett gesehen. Es war ein grauenhafter Haufen Scheiße, aber aus all den Gründen, die ich schon tausendfach durchgekaut habe. Es ist nochmal Chronicle und ich hätte gedacht, dass vor allem nachdem George Trank gezeigt hat, dass seine Ideen nicht unbedingt Fuß fassen mit den Fan4Stick, dass man das nicht nochmal wiederholen würde. Ja, man hat es nochmal wiederholt, man hat diese Formel erneut hergenommen. Power Rangers war eine Lionsgate-Produktion und die haben natürlich nicht so fett die Kohle, obwohl jetzt La La Land ja ein Riesengewinn für sie war. So ein Riesengewinn, dass es locker wieder das reingeholt hat, was Divergent Teil 3 jetzt in den Sand gesetzt hat. Trotz alledem konnten sie sich nur 20 Minuten Action am Ende leisten und ja, der Rest war der größte Transformers Comic Relief Bullshit, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber wir werden uns darüber vermutlich in Transformers 5 unterhalten und Power Rangers brauchen jetzt nicht eine einzelne Kritik, in denen ich nochmal all das durchkau, was ich jetzt schon bis in alle Ewigkeit schon mal durchgekaut habe. Deswegen habe ich gesagt, nö, dann gibt's dazu keine Kritik. Das muss ich dann, weißt du, da muss ich dann Staub fressen an der Stelle und sagen, nö, okay, dann lassen wir's. Ich habe den Film jetzt zwar komplett gesehen und in dem Fall habe ich sogar Geld dafür ausgegeben, aber die Qualität des Kanals ist mir wichtiger. Sage ich jetzt nur, weil ich aus Versehen ja auf Twitter angekündigt habe, dass ich beide rezensiere und das ist halt nicht der Fall. Ist. Life hingegen ist auch kein guter Film. Und geplagt von sehr, sehr vielen Problemen und sicherlich auch eine Kino-Experience, die ich mir lieber gespart hätte. Ich hätte darauf verzichten können dieses Jahr. Aber es gibt wesentlich mehr drüber zu sagen. Es ist ein alles in allem interessanterer Film für mich persönlich. Die einfache Antwort lautet natürlich, es ist Alien, bloß nicht so gut. Ciao, Leute. Nein, natürlich geht die Antwort ein bisschen mehr ins Detail bei mir. Das dürfte klar sein. Aber ja, ich möchte grundsätzlich zu Anfang bestätigen, es ist genau das, was Leute grundsätzlich erwartet haben. Es ist Alien, aber nicht so gut. Nicht so clever. Nicht so gut gemacht. Vor allem vom Screenplay her. Vor allem von der Charakteristik der Figuren her, die in diesem Film praktisch nicht existent ist. Und von vielen anderen Bereichen der Filmemache im Allgemeinen her. Meine Aussage ist, ich war am meisten schockiert in diesem Film, denn das CGI war machbar, diese Kreatur, die ein grauenhaftes Art-Design hatte, eines der schlechtesten so Alien-Designs, die ich seit langer, langer, langer Zeit gesehen habe. Das Art-Design war praktisch, hey, wie würde Chaos aus Sonic Adventure 1 in Real-Life-Action aussehen. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich die Referenz jemals droppen würde. Absolut grauenhaft. Ich war in keiner Weise irgendwie beängstigt, ob dieser Kreatur. Wie gesagt, es war ein einziges CGI rumgewuselt. Das CGI war auch nicht wirklich gut in meinen Augen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, oh mein Gott, das CGI war so toll und so überzeugend. Okay, da haben wir den Film dann wohl auf verschiedene Art und Weise observiert, so wie das aussieht. Und das ist schon mal ein Minuspunkt. Diese Kreatur hat keine physische Präsenz in diesem Film. Das war für mich so das größte Problem. Ich weiß nicht, was ich jetzt erwartet habe, um ganz ehrlich zu sein, aber ein bisschen mehr als total massenloses CGI-Rumgewusel, wenn dann eben dieses Alien dann mal wieder sein nächstes Opfer
zusammenfieselt. Und ich. Das war ein großes Problem. Die Kreatur hat keine Präsenz, aber wovor ich am meisten geschockt war, eben nicht von diesem Viech, sondern wie komplett bare bones das Screenplay war. Ich möchte es jetzt nicht zwingend auf die Regie schieben und nicht exklusiv auf das Skript. Weil ich finde, sowas gehört in Screenplay dann sozusagen After the Fact reingearbeitet, nachdem das Skript steht. Und zwar Setup, Builder, Payoff. Dass dieser Film ist ein Paradebeispiel für jetzt passiert das. Oh, die Kreatur ist jetzt auf einmal durch den Luftschacht irgendwie hierher gekommen. Hä, es hat sich an dem Typen seinem Bein die ganze Zeit irgendwie festgesetzt. Oh, wie kommt es wie ich jetzt dahin? Oh, jetzt schickt NASA irgendwie Rettungskapseln. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Es ist so eine Art von Film. Nichts bekommt im Vorhinein ein Setup. Eine Sache passiert, zum Teil ohne Sinn und Verstand, ohne dass Regeln dafür aufgesetzt worden wären. Und jetzt reagieren die Figuren in total uninteressanter, das ist total reaktionärer Art und Weise drauf. Interessant wäre es sicherlich gewesen, diese Figuren wirklich so als Hardcore-Wissenschaftler zu schreiben, die mit einer, die mit so einer opportunistischen Art an diese Situation rangehen und sagen, oh nein, vielleicht können wir die Kreatur so festsetzen oder darüber debattieren, was sie jetzt mit dem Viech anstellen sollen, sollen sie es töten, vielleicht entwickelt sich dann eine gewisse Opposition in diesem Grüppchen, die einen sagen, nein, wir müssen es am Leben erhalten, das ist so eine einzigartige Möglichkeit, die wir hier haben, heißt, was auch irgendwas Interessantes. Nein, stattdessen verhalten sich diese Figuren wie in keine Ahnung, wie in einem Cabin Fever Movie, keine Ahnung, wo oh, alle kreischen rum und schreien sich gegenseitig an und jeder geht seine eigenen Wege dann ab einem gewissen Grad, damit das Alien den oder diejenige dann auch ja in isolierter Form abmurksen kann, damit nicht gleich irgendwie zwei, drei Figuren draufgehen, denn wir müssen ja unsere 90 Minuten irgendwie füllen. Und das war für mich das Krasseste. Das war für mich das Krasseste, dass Leute wirklich immer noch Tausende von Dollar, wer weiß, vielleicht sogar ein paar Millionen von Dollar bezahlt bekommen, um so einen rudimentären Scheiß zusammenzuschreiben. Das war für mich der größte Schock wirklich überhaupt. Ansonsten gilt natürlich die übliche Problematik, es werden keine Regeln festgesetzt. Das Einzige, wirklich das Einzige an Setup-Bilder Payoff nicht wirklich, aber zumindest ein Setup als Entschuldigung für einen Plotpunkt ist, diese Kreatur ist absolut feuerresistent. Das ist aber nur eingeführt als Regel per se, damit wir nicht einfach dann sagen können, okay, dann lassen wir jetzt irgendwie die Raumstation auf die Erde stürzen und dann verbrennt es Viech. Oh nein, weil es kann nicht verbrennen, es ist feuerresistent. Das ist, ich meine, lauter solche kleine Plotpunkte sind schon drin, aber eben nicht als Setup für irgendeinen cleveren Punkt in der Story, sondern lediglich als Entschuldigung, um sich dann so irgendwie aus so einer Ecke rauszuschreiben, dass der Film dann doch noch irgendwie weitergeht oder den Figuren einige Lösungen versperrt bleiben im Verlauf des Films. Und es ist, ich find's so doof. Ich find's so rudimentär und so doof. Wie gesagt, dieser Film hat nichts Cleveres zu sich. Ich hatte ja erwartet, dass er vielleicht was bringen würde wie einer meiner Lieblingsfilme. Diese Meinung muss jetzt niemand mit mir teilen. Danny Boyle Sunshine. Danny Boyle Sunshine ist auch irgendwo ein so Alien muckst alle Leute ab in Space Horrorfilm, ohne dass du das über die längste Zeit merken würdest. Sunshine ist in meinen Augen ein super cleverer Film, was aber halt auch daran lag, dass halt das Marketing auch mitspielte. Das Marketing von Sunshine lässt dich nicht zwingend glauben, dass es am Ende tatsächlich wirklich eben zu so einem Alien, also vermeintlichen Alien, es ist nicht wirklich ein Alien, Horrorfilm wird. Und hier hat das Marketing halt nicht mitgespielt und du weißt, es ist ein Alien-Horrorfilm und ich dachte, dass dann wenigstens da drauf irgendwas
Cleveres folgen würde. Irgendwie, oh, der eine Wissenschaftler, also verbündet sich dann vermeintlich mit dem Alien und kommt dann halt mit solchem grundsätzlich, weißt du, so ethisch-moralischen Fragen her. Diese Kreatur ist uns überlegen, sollten wir nicht einfach die Größe als Menschen besitzen, aufzugeben und zu sehen, was dieses Viech tut und wie es sich weiterentwickelt, was irgendwie sowas, das ist jetzt so, wie gesagt, ein Plot, den habe ich mir jetzt gerade komplett aus dem Arsch gezogen, aber sowas hätte ich wenigstens gerne gesehen in diesem Film, damit es wenigstens ein bisschen was anderes ist als, oh, jetzt wird der abgemurkst, oh, jetzt wird der abgemurkst. Vor allem eine weitere Problematik, oh boy, hey, das wird jetzt, glaube ich, die nächsten 8 Minuten noch so weitergehen, ist auch, dass jede Szene in sich so komplett, wie gesagt, eben ohne ein übergreifendes Setup-Builder-Payoff-Konstrukt, so komplett so in so einer eigenen, so einer Quarantäne sitzt. So, oh, okay, jetzt müssen sie das machen. Die eine isolierte Figur entscheidet sich, das zu machen. Oh, das Alien kriegt die Figur natürlich und jetzt stirbt sie und jetzt konnten wir das doch nicht machen, was wir eigentlich tun wollten. Der Film stagniert so krass in seiner Progression. Und es ist wirklich nur, jetzt passiert das, jetzt machen wir das, oh, das hat nicht geklappt, oh, jetzt passiert das, obwohl vorher überhaupt kein Setup gelegt wurde, dass das überhaupt passieren könnte. Ist echt krass. Ist wirklich, wirklich krass. Also so einen harten Fall habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Von, weißt du, wie, null Setup. Für irgendwas. Und es ist einfach nur Szene an Szene an Szene, ohne dass über ein übergreifendes Konstrukt nachgedacht wird. Das ist schon, oder eine Character-Arc, weißt du, oder irgendwas, was diese Szenen zu einem kohärenten Erlebnis verbindet. Ist schon heftig. Und ich meine, ich will den Film für eine Sache loben. Und das ist das Wirework. Das will ich dem Film lassen. Es ist richtig cool, wie gesagt, all diese Figuren eben in dieser Schwerelosigkeit rumsausen. Und vor allem zu Beginn, ein großes Plus des Films, gleichzeitig auch einer seiner daraus dann entstehenden größten Negativpunkte. Die Eingangssequenz ist vermeintlich komplett ohne einen Edit, ohne einen Cut. Es ist sozusagen so eine uneditierte, durchlaufende Sequenz, wo die Kamera locker 8 Minuten nur rumschwenkt, wie gesagt, ohne eben einen Cut. Sicherlich sind welche drin, vor allem wenn sie dann rausschauen in den Weltraum, ist natürlich alles Greenscreen, da kannst du natürlich dann cutten und die nächste Szene wieder reinsplicen, aber vermeintlich ist es ohne Edit, genauso wie Gravity, das haben sie sich wahrscheinlich von Gravity abgeguckt und du wirst sofort reingeworfen in diese Szene, dass diese Raumkapsel zu schnell reinkommt und sie hat jetzt eben Marsproben, die eben diese Wissenschaftler auf dieser ISS-Station oder was auch immer eben erforschen wollen und oh, sie müssen sie jetzt mit diesem Greifarm abfangen und oh, da ist große Spannung gleich zu Beginn. Das ist, weißt, das ist so richtig so ein Plotpunkt, so, das ist so richtig so. So richtig von von einem Produzentenkomitee verabschiedet. Weißt du, oh, wir brauchen am Anfang so eine richtig fette, spannende Sequenz, wo, weißt, alle sind on edge. Und die ist auch gar nicht so schlecht, diese Idee. Das Problem ist bloß, dass wir keine Einleitung bekommen. Warum sollte uns das interessieren? Keine Figur von all denen wird gesondert herausgestellt. Weißt, wenn du jetzt beispielsweise irgendwie eine holde Maid hast, die vor den bösen schwarzen Rittern flieht oder so, gut, okay, dann wird uns auch visuell klar gemacht, um diese Figur sollten wir uns jetzt kümmern, um diese Figur, die hier, oder auch beispielsweise der Rebel Blockade Runner in Star Wars Episode 4, der vor dem bösen Sternzerstörer flieht. Ja, gut, okay, wir verstehen. Das sind die Rebellen und sie fliehen und da hoffentlich schaffen sie es. Und das ist einfach, das ist Filmemache, das ist Bildsprache, das ist Setup. Warum sollte uns das interessieren? Du musst es Leuten auf verschiedene visuelle, inhaltliche Art und Weise näher bringen. Und wie gesagt, ja, die Szene war gut gemacht. Und ich möchte dem Filmemacher dafür applaudieren. Wie gesagt, dass er es eben geschafft hat, dass du dir denkst, oh mein Gott, wo haben sie jetzt diese Fischhaken angebracht?
Weil hier oben ist doch eigentlich Decke. Wow, wie haben sie das gemacht, dass die Figuren dann eben da so im Raum rumschweben? Und es war nicht schlecht. Es war nicht schlecht mit dieser, wie gesagt, laufend fließenden, rumschwenkenden Kamera am Anfang, die ersten 8 Minuten. Aber man hat so einen direkten Einstieg in den Film, dass man komplett vergisst, uns mitzuteilen, warum sollte uns das interessieren. Und wie gesagt, normalerweise ist halt ein Grund, dass man sagt, oh, mich interessiert es, weil ich mag diesen Charakter und ich will nicht, dass ihm was Schlechtes zustößt. Das ist normalerweise so ein Grund, warum ich sage, jetzt interessiert mich das. Und das hat man komplett vergessen. Und das, also es ist schon, wie gesagt, ich möchte es nicht per se aufs Skript schreiben, aber mehr aufs Screenplay, wer auch immer dafür letzten Endes dann verantwortlich war. Da wurde so viel vergessen. Und deswegen wollte ich den Film rezensieren, weil das für mich schon ein wirklich interessanter Fall war, wie viel vergessen wurde. Es ist einfach vergessen, wie man Filme schreibt. Das war schon krass. Und deswegen war es ein interessanter Fall, den ich gerne rezensieren wollte. Ich gebe dem Film 4 von 10 Punkten. Oh, übrigens, den Power Rangers gebe ich 3 von 10 Punkten. Die Power Rangers waren ein Riesenhaufen Scheiße. Vielleicht kommt er sogar in meine Worst. Dann halt ohne Kritik im schlimmsten Fall. Aber der Film hier kriegt 4 von 10 Punkten. Es war ein unterdurchschnittlicher Horrorfilm. Ich finde, über so eine Art von praktisch B-Movie-Horrorfilm bloß, es ist eine Sony-Produktion. Weißt du, ich meine, vielleicht hätte ich das am Anfang dazu sagen sollen. Vielleicht hätte es einigen Leuten geholfen. Es ist eine Sony-Produktion und ich glaube, das sagt eigentlich schon alles. Ja, ich hätte gedacht, sie kriegen es hin, weißt du? Ich hätte gedacht, vielleicht kriegen sie irgendwie den Dreh raus mit dem Film. Nö. So funktioniert das anscheinend nicht bei Sony. Nun gut. Ist okay. Kann man nichts machen. Insofern, good riddance, Sony. Wir werden sehen, wie der Film Box Office einfährt. Steht auf jeden Fall hinter den Power Rangers zurück, die richtig ordentlich Kohle zumindest in den USA machen. Ich bin gespannt, ob sich das am Ende auszahlt. Ich weiß jetzt nicht, was der Film für ein Budget hatte, aber ist jetzt auch egal. 4 von 10 Punkten. Wir beenden es an der Stelle.